Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wisst ihr was? Sie auch nicht. Was sagt ihr hierzu? Hi, im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie Levitation funktioniert und wie du es einfach selbst nachmachen kannst. Ich werde es jetzt erst einmal vormachen und danach erkläre ich dir die einzelnen Schritte. Er muss selber schon lachen. Hä? Der war gut. Komm, der war gut, Leute. Hi! Ja, was machst du denn da? Hey, du, na? Einfach optische Täuschung. Krass. Leute, glaubt nicht alles, was ihr seht. Hinterfragt alles am besten einfach nochmal. Und ich wünsche euch einen wunderschönen 1. April. Der war gut. Der war echt gut. Muss man einfach, das war cool gemacht. Hättet ihr jetzt damit gerechnet, dass der auf dem Rücken liegt? Interessant. Das war schon lustig gemacht. How to levitate. Telekinese lernen mit Anleitung. Ja. Der Mensch verdankt seine Sonderstellung unter den Lebewesen seiner großen Lernfähigkeit. Glaubt jemand von euch an so etwas? So Telekinese, Sachen schweben lassen, fliegen und sowas? Totale Revolution ermöglicht es uns, auf Wissen von Menschen allerorts zuzugreifen und davon zu profitieren. Man kann Jonglieren lernen, man kann Gitarre lernen, Videoschnitt, Programmieren, Telekinese, Krawatten binden. Warte. Telekinese lernen? 150.000 Klicks? Positive Bewertungen? Hey Leute, heute befassen wir uns mit der Telekinese. Komischerweise gibt es im Internet relativ wenig Informationen, was verwunderlich ist, da man schnell Erfolge in dem Bereich erzielen kann. Nichtsdestotrotz... Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum dieses Video so eine gute Bewertung hat. Habe ich irgendwas verpasst? Können Menschen jetzt einem... Ich kannte die Stimme doch. Von denen haben wir uns auch schon mal Videos angesehen. Einfach Telekinese und ich hab's verpennt? Oder labern hunderttausende Leute einfach Müll? Das könnte ja mal wieder spannend werden. Dieses Video hat tatsächlich mal keinen Sponsor, aber ladet euch doch gerne meine App runter, die ich in meinem letzten Video programmiert habe. Die gibt's für Android und mittlerweile sogar für Apple und wird ständig mit Updates versorgt. Ich bin komplett aus dem Häuschen, dass die App schon über 50.000 Downloads hat und auf den Top-Charts der App-Stores ist. Stark! Heute kommt ein Update von Dinoscape, mit dem man sich coole Accessoires im Shop kaufen kann. Stark! Nicht schlecht. Das finde ich stark, was er selber auf die Beine gestellt hat mit dem Spiel. Stark, Bro. Props auf jeden Fall. Respekt. Das Wort Telekinese setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Tele, also fern, und Kinesis, also Bewegung. Es handelt sich hierbei also um nichts Geringeres als... Meint ihr, das geht? Jetzt mal ehrlich, jetzt mal Real Talk. Meint ihr, man kann so Sachen schweben lassen und so? Objekte mit seinen bloßen Gedanken zu bewegen, also Magie. Aber in der Szene nennt man es nicht Magie, sondern Energie. Oder um es mit den Worten der Kommentarsektion zu sagen, das ist keine Magie, das ist Energie. Alles ist Magie, bis man herausfindet, wie es funktioniert. Dann ist es Wissenschaft. Und diese Wissenschaft kann man laut den Aussagen von einigen extrem gut bewerteten Videos im Internet ganz einfach lernen und genau das werde ich jetzt tun. Aber falls ihr von den hunderttausenden Klicks und den positiven Bewertungen noch nicht genug überzeugt seid, hier noch ein paar Kommentare. Ich hab's geschafft. 15 Minuten hat es etwa gedauert. Es funktioniert gut. Ich kann jetzt schon ein kleines Papier hochheben. Ist eine Erektion auch Telekinese? Das ist schon. Da schneiden wir raus. Eine sehr verbreitete Art, um Telekinese zu üben, ist scheinbar das sogenannte Psy-Wheel oder Psy-Rad. Man faltet zuerst ein quadratisches Stück Papier oder Alufolie zu einer Art Stern. Anschließend soll man durch bloße mentale Kraft das Rad in Bewegung versetzen können, indem man seine Energie in die Hände konzentriert und von A nach B durch das Rad fließen lässt. Ich bin ja schon überrascht, dass...
welche sich... Was glaubt ihr denn? Wie konnte das funktionieren? Jetzt mal ehrlich. Weigern, neue Daten zu akzeptieren. Wie er das Video gefälscht hat. Oh. Und wie engstirnig Menschen sind und einfach alles glauben. Also ist es genau, wie wir alle erwartet haben. Das Video ist gefälscht, da ist CGI drin. Die Skeptiker, die darauf beharrt haben, dass da ein Schnitt oder Visual Effects drin sind, die hatten recht. Aber tatsächlich enthält dieses Video keinen einzigen Schnitt und auch keinen einzigen Effekt. Sondern einen Tisch mit hohlen Beinen durch die Luft ins Innere der Schüssel zirkuliert, wodurch der Kreisel zum Drehen gebracht wird. Leute, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Letzte Woche habe ich innerhalb von einer Woche eine App entwickelt, die in den App Store gebracht und die hat es einfach auf Platz 1 und Platz 2. Der macht die ganze Zeit Werbung für seine App, ich küsse sein Herz. Aber gibt's denn was Richtiges, also was richtig Krasses über Telekinese? You can't hypnotize Mel, was ist das denn? Single muscle loosening and relaxing, loosen and relaxing. Loosen and relaxing, sleep, deep sleep, oh, in a deep sleep, like a ragdoll, every muscle, loosen. Das finde ich auch crazy, ne? Er berührt so dich und dann, er berührt dich so an der Stirn und du schläfst angeblich ein. Weiß nicht, vielleicht kenne ich das nicht, aber das schon. Just like a bundle of rags, loosen them, 5, 4, 3, 2, 1. Keep drifting down deeper and deeper. With each and every breath you take, let every muscle loosen and unwind. Many people report they can feel the muscles in their feet and legs loosening and relaxing. A lot of people say they can feel the tension just draining out of the bottoms of their feet. Let yourselves relax deeper and deeper with each and every breath you take. Deeper and deeper with each and every breath you take. So relaxed and so comfortable. And I know you're feeling relaxed and comfortable now. However, I'm going to show you a way in which you can become 10 times more relaxed. 10 times more relaxed than you are right now. And here's how we're going to do that. In just a minute, I'm going to... Meinte das echt? Meinte das ist echt, Freunde? Jetzt mal ehrlich jetzt. Start slowly counting backwards from 5 down to 1. And with every number I count, it's going to take you deeper into this wonderful relaxation. You're going to feel your muscles loosening and relaxing, getting more comfortable, more relaxed, more unwound. Guck mal, die in der Mitte, die wird einfach gehalten von diesen zwei. Der schwebt in der Luft, der Arme hier. Der ist einfach in der Luft. Und sie hat einfach keinen Bock auf das. So deep, so relaxed, that by the time I reach the number one, by the time I reach number one now, every single muscle from the top of your heads to the tips of your toes is going to be totally, deeply, completely, wonderfully relaxed. Carol, would you pick a spot on that balloon and just keep your eyes on it, please? Don't take your eyes off until I ask you. You folks are concentrating perfectly. We're going to begin this process with a very deep breath. Would you take a nice deep breath for me, please? Breathe in deeply. That's it. And as you exhale, slowly drop down 5. Just let your legs and feet go limp again. Deep, 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 deep sleep. All the way. Very loose. Very relaxed. Aber was hat er denn gemacht? Weißt du, wie ich meine? Was hat er denn gemacht? Das ist doch... Ich weiß nicht, ich kann sowas irgendwie noch nicht abkaufen. Are you, madam? Ich habe auch keine Ahnung davon, ne? Sag ich ehrlich. I'm good. You're good. I apologize, there are no name tags here today. What did you say your first name was? Bob. Your first name is? Bob. Are you sure? I'm Bob. You're Bob. Thirstier and thirstier, too, with each passing second. It's Gabrielle, is it? Gabrielle? Gabrielle? You seem to have misplaced a shoe somewhere along the line, Gabrielle. Did you come up here with two of them? Did you lose it? Is it around here somewhere? Well, did you just come up with one shoe? No? Well, could you try to find it for me? It's kind of important that you locate if you can. Madam, what's your first name? Anna. And how do you feel? Okay. And sir, are you thirsty? Well, what do people do when they're thirsty? You don't know what? Can't find the place to drink from. Well, let me ask you this. Do you have young children, by any chance? Look at me for just a second. You know the game you play with young kids? These are your ears, these are your eyes, this is your nose, right? Where's your mouth? Are you really thirsty? And your name is? Bob. Are you sure of that? I live up in Central Florida, in Melbourne, but there's a casino around here, is there not? Isn't there some place in Hollywood or something, some kind of a casino? Do you ever go to a casino? You're a gambling person, you ever place a bet?
not. I got a bet you might be interested in. I'll bet you $500 that your name is not Bob. Would you take that bet? In other words, I will bet you $500. What's your name? Bob. Would you bet $500 on it? You would. So I would bet you $500 that your name is not Bob. You would be betting $500 that your name is Bob. Would you take that bet? Yeah. Would you shake on it? Before you shake, who do you know in this room really well? Do you have a friend or an associate that you know very, very well? Yes. Would you point to that person? Lori. Where is she? Ma'am, would you stand up for just a moment, please? Would you honestly tell this young lady what her name is? What's your name? Bet $500 on it? Before you bet. Lori, don't you know my name? Is that her briefcase or purse or whatever? Did you bring a purse with you, ma'am, identification? Would you have any objections to your friends bringing your purse or up here for identification? I want you to take a look at your driver's license and tell me what it says. I thought you were thirsty. Extreme. If I gave you $20, would you take a drink? You just can't what? Can't. Don't know where your mouth is. Das wirkt, wisst ihr was, das wirkt irgendwie für mich, ne? Ich meine nur für mich, Leute, alles gut. Das wirkt für mich irgendwie noch nicht echt. Aber anscheinend gibt es da irgendwelche Bereiche im Gehirn, die man manipulieren kann. Vielleicht ist das auch nicht so echt, weil das wirkt so ein bisschen so nach Show. Das sieht aus wie eine Show. I think this guy's in hypnosis. What do you think? New York Life is the company for me. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so overgeacted, finde ich. Would you do me a favor? Would you take a moment and just locate your driver's license or any form of identification? If I gave you $50, would you take a drink? Can't find your mouth. That's got to be awful. What does your driver's license say? Carol. Says Carol. Is that your picture? Yes. Is that your last name? Crazy. Is that your last name? No. Okay. Is that your address? Is that where you live? Yes. Okay. So what's your name? What's your name? Saying Carol. What is your name? Are you sure? You didn't think you could. Wisst ihr, was ich mir denke? Wenn es so einfach ist, jemanden zu hypnotisieren und man sich dieser Sache bewusst ist, was machen dann richtige Profis mit sehr viel Möglichkeiten und noch auf die Masse gesehen? Massenhypnose, das ist wild. You'd be hypnotized, did you, sweetie? Thought it was impossible, didn't you? Were you awake when I shot that guy with the sleep gun? Were you awake when that happened? Yeah. The guy that I shot, well, I'll show you here. The guy that whenever I say hypnosis, that guy. Aber das hier, ich sage euch ehrlich, das wirkt augenscheinlich einfach wie gestellt, wie eine Comedy, also wie so ein, weiß nicht. Wisst ihr, ich meine, das ist so ein bisschen merkwürdig. Watch what I did. I have him so that if I shoot him with this gun, he falls into a deep hypnotic sleep. Just get, take a look at him for a second. Oh, sir. Hä? Pretty wild. Als ob. Guck doch mal. Hey, sir. Psst. Und er schläft ein, oder was? Nein. Guck. Nein. Take a look at him for a second. Oh, sir. Nein. Pretty wild, huh? Now. Kommt schon bitte, Alter. Bitte. Eyes would have been kind of 5, 1, 3, 5. Wait. Wide awake. Oh, hypnosis. Nein, das ist zu viel. Er hüpft da jede 30 Sekunden immer hoch und so, das ist zu viel. Und er schläft direkt perfekt in den Arm der Frau ein und so. Das ist ein bisschen. Ich glaube das erstmal nicht. This is a sleep gun. You shoot people with this gun, they go into a deep hypnotic sleep. You don't believe that, do you? Crazy. I'm crazy? What? Come on, er ist wieder eingepennt oder was? What's your name? Bob. Absolutely. You still want to bet $500 on that? Before you do that, wait a second. Do you want to bet me $500? What's your name? Bob. Uh-oh. What's your name? Bob. Uh-oh. Sleep, wait a minute. Count of five, your name is back to normal. 1, 2, 3, 4, 5. Whoop, wide awake. Name's Carol. Was? Als ob das so ist. Ich glaube das irgendwie nicht. Ich habe irgendwie Interesse gerade entwickelt für diesen Was geht da ab? Count of five, 1, 2, 3, 4, 5, wide awake. First name is? What's your name? Are you sure? Well, you just get ready to bid me $500. Your name is Bob. Not a chance, right? You look really thirsty. Let me take that away for you there. You, watch this. It'll be fun. Now, tell me the truth. Do you think you can be hypnotized? Be honest. Forgot about that. Das ist doch eine Comedy, Mann. You keep looking over to your right. Is something going on your right-hand side?
Okay, whoa, you drank the whole bottle, didn't you? Well, would you all sit back in your chairs for just a moment? You guys are excellent, excellent, excellent. Find your shoe now, 1, 2, 3. There you go. Would you all look at me for just a moment, please? Carol, put your purse down. I don't want to spill on the floor. How you guys doing? You all feel okay? Are you hypnotized? No. Hypnosis. New York Life's company for me! Would you all look at me for just a moment? Take a nice deep breath. Breathe in deeply. Breathe in deeply. Beautiful. Wait, honey. Sleep, sleep, sleep. Loosen it. Well, I'll be good. Round of applause for these guys. They're excellent. Nein, auf gar keinen Fall. Guck mal, ich weigere mich gerade, das zu glauben. Das, genau das. Niemals. Niemals. Das ist eine Show. Das ist eine Veranschaulichung. Das ist, ich bitte euch. Wollt ihr mir sagen, dass das jetzt auch so geht oder was? Guck mal, so. Guck mal, was er gemacht hat. Guck mal, guck mal, guck mal. Give me just a moment. Take a nice deep breath. Breathe in deeply. Breathe in deeply. Beautiful. Wait, honey. Sleep, sleep, sleep. Loosen it. Well, round of applause, genau, guys. They're excellent. Die fallen doch noch alle perfekt ineinander rein, ne? Bei mir setzt die kognitive Dissonanz ein gerade. Ach, I gotta get out of here. Mann. Ich glaub das nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3. How much is 5 plus 2? How much is 4 plus 3? Give me $100, you tell me how much 4 plus 3 is. Please take a lesson. Excellent hypnotic subject. Still doesn't think she was hypnotized. A lot of you folks are going to go home and do this and think it's not working. I can't be hypnotized. It's not going to work on me. And much to your surprise, it's... Wer von euch glaubt, dass das gespielt ist, der drückt X. Wer sagt, das ist fake, drückt X. Ich tippe auch ein. ...going to work. Even if you are an excellent subject, often people don't realize how effective it really is. So why not just go home and try it for a couple of weeks? Suspend your judgment. At the end of a few weeks, look back and ask yourself if you're any closer to the goal. It really does work. And you know, 5 plus 2, I forget. Ich sag nicht, dass es nicht geht, hypnotisieren. Ich sag nur, in dem Maß, so wie das gerade vorführt, finde ich, das sieht ein bisschen überspitzt, oder? 5 plus 2? 7. Yeah! Thank you very much, folks. Hope you're doing good. Thank you. You don't get to keep those. Das ist schon heavy. Also wenn das wirklich geht, Leute, dann... Da wundere ich mich in dieser Welt über gar nichts mehr. Ich wundere mich dann gar nicht mehr. Wenn das so einfach geht mit Psch und dreimal auf die Stirn klopfen und so, dann wundere ich mich über gar nichts mehr. Das ist ja zu wild, Alter. Was geht da ab?